Herzlich willkommen zur Vorstellung des Studiengangs Mechatronik. Wir stellen fünf Fragen an den Studiengangsleiter, Professor Dr. Paschen. Herr Paschen, wie würden Sie Ihren Studiengang kurz beschreiben? Was ist das Besondere? Studiengang der Mechatronik zeigen sich dadurch aus, dass er das wesentliche Lernen eigentlich aus drei Disziplinen, aus dem Maschinenbau mit seiner Mechanik, aus der Elektrotechnik mit der Elektronik, aus der Informatik mit seiner Programmierung. Das ist heute unheimlich wichtig und sehr stark gefragt auf dem Markt, denn unsere Produkte, die wir heute haben, sind nicht mehr mechanisch, sie sind fast nur noch mechatronisch. Kurzes Beispiel dazu, was wir alle kennen. Auto vor 30 oder vor 40 Jahren, das war noch fast reine Mechanik. Das bestand aus Metallen, aus Kunststoffen. Elektrisch war eigentlich nur der Scheibenwischer. Was hat man noch elektrisch? Die Heizung vielleicht und die Zündung vom Verbrennungsmotor und das Licht. Das waren die elektrischen Funktionen. Heute haben wir im Auto mehrere hundert Elektromotoren, mehrere hundert Elektroniken verbaut. Wenn Sie die gesamte Software eines Autos ausdrucken, werden Sie viele Regalbretter mit Leitsordnern füllen können. Ja, also die Produkte sind unheimlich komplex geworden und es sind all diese drei Ingenieurdisziplinen heute vertreten. Deswegen werden Generalisten auch gebraucht, die eben in diesen drei Studiengängen, in diesen drei Disziplinen überall das Wichtigste mitbringen gelernt haben. Und das ist die Mechatronik, also Mechatronik. Studium macht Sie zum Ingenieur der Mechatronik. Sie haben einen akademischen Abschluss. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Mechatroniker als Lehrberuf, den Sie aus der Kfz-Werkstatt kennen. Besonderheit abschließend vielleicht für die Mechatronik ist, das Studium der Mechatronik macht Sie zum Generalisten, zur Generalistin im Maschinenbau, Elektrotechnik und der Informatik. Sie wissen überall die wichtigsten Zusammenhänge. Wie viel Praxis steckt in diesem Studiengang? Fachhochschule, wir zeichnen uns dadurch aus oder möchten auch in den Studiengängen hohe praktische Anteile haben. Natürlich ist es ein akademisches Studium. Zu jedem Ingenieurstudium gehört ein Theorieanteil. Natürlich gehört auch Mathematik und Physik dazu und Elektrotechnik, auch theoretisch und Mechanik. Aber die meisten unserer Module haben neben Vorlesung, Übung ein begleitendes Praktikum. Da werden Sie im Praktikumsraum alleine oder in kleinen Teams praktische Tätigkeiten ausführen. Der Studiengang Mechatronik hat im dritten Semester eine Projektarbeit. Da werden Sie in Teams von 4 bis 5 Studierenden eingeteilt und entwickeln in einem Semester ein mechatronisches Produkt. Das war zum Beispiel mal letztes Jahr, war das mechatronische Automaten, Flippergerät oder solche Dinge. Gibt es verschiedenste Dinge. Im sechsten Semester steht bei uns an das Industriepraktikum. Das heißt, für 19 Wochen gehen Sie in die Industrie, sollen da Industrieluft schnuppern und einfach mal sehen, wie man als Ingenieur, als Ingenieurin so arbeitet. Im letzten Semester in Ihrer Abschlussarbeit, auch die Abschlussarbeit, die Bachelorarbeit ist in aller Regel bei uns eine praktische Arbeit. Kann mechanisch, konstruktiv sein, elektrisch oder Programmierung, aber eigentlich immer irgendwas Praktisches. Welche Interessen und Fähigkeiten muss ich mitbringen, wenn ich diesen Studiengang studieren möchte? Natürlich sollten Sie Interesse haben an Mathematik, Naturwissenschaften, an Technik, davon einfach Lust drauf haben. Sie sollten Lust und Interesse haben zu verstehen, wie technische Dinge in drin funktionieren. Für die Mechatronik, denke ich, ist es ganz wichtig, eine Neugierde zu haben, wie funktionieren technische Produkte. Ja, wenn Sie wissen wollen, wie geht denn das im Inneren, Sie zerlegen solche Dinge und überlegen sich, wie kann ich sie besser machen, was kann man noch für ganz neue Dinge machen. Das wäre das, was wir uns wünschen von unseren Studierenden. Vor der Mathematik sollten Sie aber auch nicht zu viel Angst haben. Natürlich gehört der Mathematik dazu, aber da kommt man auch durch. Das schaffen irgendwann die meisten, habe ich auch mal geschafft. Deswegen lassen Sie bitte nicht abschrecken von der Mathematik. So schlimm ist das am Ende auch nicht. Welche beruflichen Möglichkeiten erschließen sich mir nach meinem Studium? Studium, wie wir das ausführen und auch an anderen Hochschulen in Deutschland, wenn Sie Mechatronik studieren, ist erstmal prädestiniert für eine Tätigkeit in der Entwicklung oder in der Produktion. Das kann in allen Industriebetrieben sein, das muss nicht Auto sein. Viele möchten später in die Automobilindustrie, das ist auch sehr spannend, aber viele gehen damit auch in die Automatisierungstechnikbranche, in die Robotik, in die Luftfahrt.
Oder auch in die Haushaltsgeräteindustrie. Eine Waschmaschine ist pure Mechatronik heute. Auch PC, Ihr Laptop ist alles mechatronisch. Also da, auch in solchen Bereichen, können unsere Studierenden danach tätig werden. Ich hatte auch schon Absolventen, die sind im medizinischen Bereich gelandet. Einer ist in die Raumfahrt gegangen, arbeitet jetzt an der Entwicklung von Satelliten mit. Im Bergbau haben wir schon Absolventen gehabt, Behörde, also eigentlich überall, wo irgendwelche technischen Produkte entwickelt, gebaut, gemanagt werden, vertrieben werden, da können Sie prinzipiell als Ingenieur, Ingenieurin der Mechatronik später landen. Sollte ich einen Master auf meinen Bachelor Mechatronik aufsatteln, wenn ich beruflich erfolgreich sein möchte? Und wenn ja, welchen? Schwierige Frage, da gibt es auch nicht eine Antwort dafür. Ich fange mal so an. Sie machen Ihren Bachelor bei uns erfolgreich für die Mechatronik, dann gibt es verschiedenste Möglichkeiten, ein Masterstudium anzuschließen. Bei uns an der HAW, wir haben den Master Systemtechnik, der ist gedacht für die Mechatronik. Gibt auch die Möglichkeit, im Maschinenbau bei uns einen Master anzuschließen. Viele unserer Studierenden wechseln aber auch nochmal die Hochschule, gehen an andere Fachhochschule oder gehen an die Uni und machen da einen Master in der Mechatronik oder in anderen Bereichen. Der Wechsel macht dann oftmals Sinn, einfach mal eine andere Hochschule kennenlernen, eine andere Stadt kennenlernen. Sie können auch ins Ausland gehen, um Master zu machen. Das ist völlig offen. Aber die Option gibt es. Mechatronik ist auch keine Besonderheit mehr heute. Es gibt über 100 Bachelor-Studiengänge in Mechatronik in Deutschland. Also da findet man auch, wenn man weg möchte, woanders immer eine Möglichkeit zum Master. Ob es sinnvoll ist oder notwendig ist, sei dahingestellt. Das kann ich gar nicht genau beurteilen. Das hängt ganz stark von Ihnen ab, was Sie später machen, wo Sie landen. Wenn Sie einen Bachelor haben, haben Sie einen akademischen Abschluss. Sie sind Ingenieur, Ingenieurin der Mechatronik. Auf dem Arbeitsmarkt sind Sie damit gefragt. Sie werden eine Stelle finden. Eine gute Stelle. Der Master ist eine zusätzliche Qualifikation. Die kann man haben, die muss man aber nicht haben. Genauso wie später nochmal eine Promotion möglich ist, auch da kann man haben, muss man nicht haben, ist eine zusätzliche Qualifikation, ist nicht absolut nötig. Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich mir jetzt auch noch gar keine großen Gedanken machen. Machen Sie erstmal Ihr Bachelorstudium. Im letzten Studienjahr wird Sie dann die Frage stellen. Dann müssen Sie gucken, wo Sie dann hingehen. Herr Paschen, ganz netten Dank für das tolle Interview und für Ihre Ausführungen. Wem diese 5 Fragen noch nicht genug waren und wer noch gerne mehr zum Studiengang wissen möchte, der ist herzlich aufgerufen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns auf Sie.